Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Paar-Nether. Oben in der Sonne sind Bayerwald und Alfir. Hallo. Hallo. Ja, und wir müssen immer noch unsere Päckle ausliefern. Das macht ja hier sonst keiner. Ja. Und ich glaube, wenn wir alle Päckchen ausgetragen haben, dann versuchen wir uns als apokalyptische Müllabfuhr. Und da kannst du, aber die Frage ist, wie hoch ich bin der Supermarkt. Ist die Bezahlung? Ja, nicht so gut wahrscheinlich. Nicht aber so da gut. Hinten ist ein Kraftwerk, das heißt, da hinten ist wahrscheinlich die Müllverbrennungsanlage. Ach, meinst du? Sind, könnte ja? sein, ne? Ich jetzt mal. Könnte sein. Wie lange wohl schon die Apokalypse hier ist, ne? Also man sieht Zeit. Das ja so in manchen Spielen, da also siehst Müll du, es haben ist sie noch auf frisch. Jeden Fall viel. Ja, auch die Autos sind ja schon so... So verrostet und die Achsen gebrochen und so, ne? Also die Felgen weggefault. Also hier ist sicher schon einige Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das denke ich auch. Also, hier also schon 10 Jahre auf jeden Fall. Ja. Denn auch ja. die ganzen Verwucherungen und so weiter. Das ist schon lange, ne? Das denke ich nämlich auch. Aber die Kranken wegen, die haben noch ganz Licht. Schön viel Saft. Ja. Ja. Das haben die, das ist Blinken ja auch die, da können wir mal reingucken, da ist manchmal die haben sicher so eine Kisten drin. Wir haben sicher so eine Solaranlage auf dem Dach. Ja, das kann Sicherheit. Schon sein. Aber das ist ja, die Tankstellen oder so leuchten hier oh, auch hier noch. Ist was drin. Übrigens auch ein Punkt, den die tatsächlich sehr bemängelt haben, als das Spiel rausgekommen ist. Haben ganz viele gesagt, das macht die Stimmung einfach kaputt, dass das Zeug beleuchtet ist. Mich hat das am Anfang überhaupt nicht... Also ich finde es nicht so... Ja, es passt halt nicht, wenn man genauer drüber nachdenkt. Die das nächsten ist schon links so. Müssen wir. Okay. Okay. Also das passt schon nicht, wenn man genauer drüber nachdenkt. Das stimmt schon, ne? Also das, aber ich, also gestört hat es mich aber auch bis dato nicht. Von daher. Mein Gott, es ist halt... Ist halt kreativ. Du, bei Ben-Hur hat der eine Armbanduhr oben. Also, ja, fass ich also, rechts. Ja, ich wollte ja eigentlich das Häuschen hoch. Ach so, gut. Ja, man muss doch immer gucken. Vielleicht finden wir irgendwas. Das sind diese kleinen Fehler, weißt du, die Easter Eggs. Ja, ich finde sowas auch immer nicht so. Ja, mein Gott, dafür ist hier anderes total gelungen. Von daher, was soll's denn? Aber wie fett der ist da hinten, wenn die Flügel links und rechts an den Turm vorbeischauen. Jetzt habe ich gedacht, da sitzt einer, aber da sitzt ach, nur ein Skelett. Ja, ja. Ui, aber hier ist was zum raus. Zum Looten. Ah ja, stimmt, das sitzt wirklich... Ja. Das sieht cool aus, ja. Und Wood, Pickup, Woodblock, den kann ich nicht nehmen. Ja, dann nehme ich den mit. Ah, der schaut aber scheiße aus, du. Ja, gesund ist der nicht mehr, ne? Nö. Aber der hier ist entspannter gestorben. Guck, der hier sitzt. Der sitzt da ja, so ja. ganz oh, ja. relaxed, ne? Ja, ja. Und der, auf dem Eifel gerade rumtrampelt, der also sitzt sieht, so, sieht der ist am so geilsten aus, hier. Als ob er Klavier spielen würde. Der ist am geilsten, der hier liegt. Der ist am coolsten. Die Sache ist ja, woran sterben die denn? Die Leichen dafür, wenn wir davon ausgehen, es ist hier ungefähr 10 Jahre Apokalypse, die Leichen sind noch keine 10 Jahre alt, ne? Dafür ist noch zu viel Fleisch an den Knochen. Das Interessante ist auf jeden Fall, sie sind innerhalb kürzester Zeit gestorben. Ja, ich meine, vielleicht ist das auch konserviert oder so, das kann natürlich auch sein. Du weißt ja nicht, durch was die Apokalypse ist. Vielleicht ist auch irgendein so komisches Gas oder sowas. Ja. Ah, ja, irgendwas. H1C1-Gas. Oh, man Gott, kennt das ja auch ja, so zum Beispiel bei Vulkanausbrüchen und so weiter, ja. wenn da dieser pyroklastische Strom kommt und dich da einhüllt, einnebelt und so weiter, da bist du auch innerhalb von einer Sekunde tot, aber da verdampfst du dann ja auch. Obwohl das natürlich, also wenn du so schnell stirbst und das sieht ja wirklich so aus, als ob die relativ schnell ja. gestorben sind. Warte mal, können wir mir hinten entlang vorbei? Bestimmt, oder? Wenn wir uns hier ja. rechts halten. Ja, hier schaut es besser aus. Okay, warte. Als der Flattermann auf der anderen Seite. Okay. Also, ach, das ist auf alle rein. Fälle gnädiger, oder? Also, wenn du dann ja. innerhalb von kürzester Zeit tot bist. Ja, das ja. ist auf jeden Fall. Ungesund ist beides am Ende. Ja, das Resultat ist dasselbe, ne? Aber manchmal ist der Weg eben doch das Ziel. Ja. Also, ich würde dann lieber schnell sterben. Warte, ich guck mal, ob hier im LKW noch was drin ist. Nö. Ich würde dann lieber schnell sterben. Also, ha, eigentlich würde ich... Was? Wo LKW? Ah ja. Ja, tatsächlich, ja. In Kisten, ah, ja. aber die blinken nicht. Die sind ausgeräubert schon. Oh, da links ist einer. Einer linke was? Hand. Ein was? Ein was? Da linker Hand ist da einer. Wir müssen jetzt... Oh, rechts ist so ein Fetter.
Also am besten geradeaus rüber, oder? Ach, da ist so ein... ja, gehen wir geradeaus. Ach, guck da. Ach, da links ist auch so ein Vetter, ja. Sind links und rechts sind Dickies. So. Geh ich einfach mal hier rein. Ah, da hinten blinkt's auch, warte mal. Es hat geblinkt, ich hab's gesehen. Oder wo bist du drin? Ich hab mich verguckt. Hier wir in sind Haus. Eins vorne rein. Ja. Ach nee, das ist nur die blöde Tankstelle. So. Ich komm wieder auf ja, euch hier zu. Blinkt, hier blinkt ein LK, Vans. Der Bund, ach so, ja, ich bin auch schon wieder da. Ich guck mal in den Bundeswehrwagen, ob da irgendwas drin ist. Ja, da ist was drin. Komm ich da hoch? Könnten Räuberleiter machen, wenn das funktioniert. Dann hocke ich mich vor. Meinst du, ich hab was auf? Was. Ich weiß nicht. Ah, ja, das könnte klappen. Warte. Kenn ich noch. Ja. Hat ja, funktioniert. Ich guck, mal, was drin ist. Oh, Crafting-Zeug für Waffen. Einmal habe ich genommen, einmal kannst du. Ich habe Anna irgendwas mitgenommen. Ja, das ist Crafting-Zeug für Waffen. So. Wo müssen wir hin, warte mal? Rechts und dann nach vorne. Also wir können hier geradeaus durch die Häuserschluchten uns schlagen. Hier durch? Hier so lang? Ja, einfach geradeaus. Okay. Richtung den Rauch. Richtung Rauch, alles klar. Oh, da ist nochmal so ein großer da rechts. Und da ist ein kleiner links, da müssen wir aufpassen. Mhm. Nicht, dass der eine den anderen nicht pullt. Alarmiert, ne? Oh, voilà. So. Okay. Da haben wir uns doch gut vorbeigeschummelt. I4 fehlt noch. Da, ja, passt. Alles klar. Ja, mein Gott, weiß der I4. Der Schwund ist immer, den hat er erwischt. was haben wir noch? Oh, ich sollte essen. Warte, ich muss noch ganz kurz. Ja. Also, na, essen kann ich ja eh, während wir laufen. Ja, das geht. Wo bist du hin? Ich bin nur in das Gebäude gegangen. Ich stehe immer so ungern auf offener. Das ist PvP-Manie einfach. Weißt du, hier ist wahrscheinlich egal, aber im PvP stehe ich immer lieber ein bisschen verdeckt. Bayer ist da hinten hingerannt. Komm her. Ich bin im U-Bahn. Ja, ich habe dich da reinlaufen sehen, ja. Bin aber schon wieder raus, weil da ist nichts. Oh oh. Oh oh? Ja. Warum sagst du oh oh? Weil ich Ohr sag, weil ich hier keinen Durchgang finde nach draußen. Vielleicht vorne. Hier geht's. Der ist noch weit genug weg. Da ist ein kleiner, okay. Der ist den kleinen, den schaffen wir schon. Den kleinen, den kriegen wir kaputt, ja. Geronimo! Na bravo, wir sind ja so eine Helden, weil zu dritt und wir treffen dann nicht einmal. Wo ist er denn jetzt? Na, wo ist er hin? Na, wo ist er hier? Wo ist er wo? Aber vielleicht war das ein Spieler? Nee, der wäre da ja nicht rumgestanden. Links. Links, jawohl. Wann ist eh eine rote Lampe? Ah, da ist noch ein Auto. Moment. Oh, ich bin mal ganz leise, bevor das fliegende, feuerspuckende Gebilde hier mich entdeckt. Ah, cool. Ein großer Rucksack. Na, das ist doch schon mal nice. Das ist toll, ne? Und Seife. Hier durch dann. Die Seife, die Seife. Ach ja, da sieht man es ja schon. Da sieht man schon die rote. Aber bedeutet das, dass das rot ist, dass das Ding im Angriff ist? Hoffentlich nicht, ne? Hier ist die Frage. Angezeichnet ist es in der Map nicht. In die Map reingeguckt habe ich. Da steht nicht, dass das... Was steht da? Ja, da ist irgend so ein... Was ist hier denn passiert? Das sieht cool aus. Kommst du auch nicht rein? Nicht? Nö. Echt von vorne? Nö. Aber schaut so ein schon cool aus. Ja, abgeschlachtet auf alle Fälle. Ja. Dann kommen wir aber nicht weiter. Das ist blöd jetzt. Da müssen wir wahrscheinlich einmal rum... Ja. ...rumgehen. Ach ja, so, ja, nicht. Stimmt. Da muss man... Ja, Da musst du hier durch, weil da musst du hoch.
Welcome to the safe zone. Ah, okay. Ah, gut. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Farbe muss denn mein Päckchen hier? To the blue trader. Bei mir green. Green. Na, dann hab ich doch was Falsches eingesammelt, oder was hier wieder? Das ist im Westview, aber du hast gleich hier vor der Nase. Wir sind doch Westview, ne? Ja. Ja. Na gut, na, dann hab ich was Richtiges. Nee, this is Weaponsmith to craft guns. Hi. Ja, hier ist der andere Typ. Hi, how are you doing? Ah, hier oben ist ein blauer. Hier gibt's nichts. Ja, ich komm hoch. Ja. Ah, green ist hier. Ah, gut. Exchange Items, gell? Ja, so, genau. Jupp. Genau, Account Level. Hey. Cool. Cool. Gleich mal Punkte, Punkte, Punkte. Ja, sehr cool. Player Level 11, das ist ja auch schon mal. Das ist, ja, also wir halten uns ganz wacker, glaube ich. 5 Punkte kann ich verteilen. Ich mache mal hier meine Taschen wieder leer. Vor allen Dingen die Nether Potions, die möchte ich bitte nicht verlieren. Ja, genau, das ist gut. So. Die könnte ich auch mal hier wegräumen. Weil das wäre ja schade. So, Nether Potions da rein. Was hab ich das? Was ist ein Golem Potion überhaupt? Na, da kannst du entweder so ein kleiner Nether oder ein Golem sein. Golem ist der Fette? Ja. Alles cool. Kannst hab ich du hier sein, noch? Ja. A Sewing Kit. Achso, das ist hier so ein komischer Helm. Have crumble apart. Can be sold. Achso, das kann ich verscherbeln. Ach, das habe ich schon. Ich habe hier so ein... Warte mal, ich drop den mal, falls den einer von euch noch nicht hat, den Hut. Habe ich Achso. den? Was denn? Netherskin? Na, was habe ich den denn? Den habe ich gar nicht. Ja. Hast du den auch nicht, Eifir? Was? Den Netherskin-Hut? Nö. Dann nimm du. Aber hier ist schon wieder ein Paket. Da geht noch L. Ich habe auch noch einen großen Rucksack anscheinend. Was LSZ? Habt ihr? Wie viel Platzlimit habt ihr in euren Rucksäcken? 100. Dann habe ich schon einen großen auf und hier ist noch ein warte großer. Warte mal. War das jetzt? Brauch ja nicht zwei. Ich habe nur einen kleinen, weil ich habe nur doch Size Limit 100 und Gewicht 55. Mm, okay, dann habe ich jetzt mal noch einen großen hingeschmissen. Ja, du den halt ins Inventar. Ja, will den keiner von euch mitnehmen, weil da habt ihr halt 250 Platz, ne? Ach so. Ja, magst du ihn sonst? Achso, okay. Von mir aus. Dankeschön. Ich meine, 250 Paket, ist das muss zu RTO und da drüben ein Paket, das muss woanders hin. Das muss zu LSZ, da waren wir gerade. Da waren wir gerade, genau. Das ist ein RTO da? RTO ist Riverside Outpost. Ach Gott, da drüben. Ja. Das ist genauso bescheuert. Ah, das ist RTO. Gut, ich nehme das einfach mal mit hier. Okay, ich glaube... Ach, was zu essen kaufe ich noch eben einen Moment. Ich könnte hier noch was verscherbeln. Kann man hier was verkaufen? Nee. Also hier ist dieser komische Händler, der diese Kaugummis und Zigarettenschachteln und so kauft. Den gibt es tatsächlich nur in Lakeside. Ja, okay, dann schmeiße ich die aber raus, weil es macht ja keinen Sinn, dass ich die mit mir rumtrage. Ja, ich pack das auch immer. Ich pack das alles auf die Bank und wenn man dann mal wieder Lakeside kommt, dann kann man es immer noch verschachern, weißt du? Oder wenn du es dringend brauchst, gehst halt da mal hin. Das ist ja nicht das große Ding. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Irgendwas wollte ich essen kaufen, wollte ich. Ja, essen habe ich nur 2 Chips. Da könnte ich alle ein bisschen gucken. Das sind eigentlich besser, die Nudelsuppe oder die Chips? 50, na, du 70. hast das genau, 50, 70, ja. Und dann musst du gucken, die anderen haben zum Beispiel nur 50, aber du kriegst Stanima, da kannst du halt gut mit wegrennen. Die Army-Ration ist halt toll, ne? Aber mal ohne Witz, 554 ist schon unverschämt. Heftig, ja. Ich kaufe weiter Chips. Ich habe meistens immer diese Chips oder diese, genau. Ja. So. Kaufen wir mal eine Dose Nudeln auch, weil die esse ich gleich mal. Weil ich muss eh schon wieder was essen, sehe ich gerade. Ja, immer dieser Hunger, ne? Also, das ist ja echt. Ich habe noch so einen Energieriegel, den hebe ich mir aber auf, glaube ich. Ja, falls du mal wegrennen musst, weil da hast du halt Stanima. Weißt, wenn dir dann deine Stanima ausgeht, dann hast du das. Also das schadet Gott, ja nicht. Die Chips ist aber auch blöd. Okay, jetzt habe ich alles gefressen, jetzt habe ich nichts mehr. Muss ich doch nochmal einkaufen gehen. Shoppen! Hurra! So, ich nehme jetzt hier, glaube ich, mal, pass mal auf, das. Ich nehme mal 4 Tüten Chips mit, die brauchen nicht so viel Platz. Und dann möchte ich das. Und dann... Ah ja.
Gut. Alles klar, aber ich glaube, wir können den Part hier an dieser Stelle tatsächlich sehr gut beenden jetzt. Ne? Weil genau, sind wir sicher hier. Genau, hier stehen wir doch gut aufgehoben, sind bestens ausgerüstet für weitere Ausflüge. Genau, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.